weiter mit Gartan auf Batman 2 und heute werden wir Ben Belina auf die Spur gehen und ich bin so gespannt, was passiert. Lasst Like, wenn ihr Bock drauf habt, viel Spaß, Kuss und rein ins Chapter 2. Wir sind hier in diesem ganz riesengroßen Raum und wir haben beim letzten Mal ein wenig was über Opilla rausgefunden. Der Vogel ist höchst aggressiv. Ja, das ist der Room, den wir so in diesem Trailer gesehen haben. Wir können hier leider die Türen nicht öffnen und einige sind auch tatsächlich zu. Ich weiß auch nicht, was das für Türen sind, ne? Wir gucken uns einfach mal um. Also wir können die Türen hier jetzt nicht aufmachen. Rechts ist noch eine Schlüsselkarte möglich. Hellblau anscheinend. Und was ist hier? Wie man eine riesen Schneckenattacke überlebt. Augen zusammen, Stopp, Augen auseinander, go. Okay, das ist leicht zu merken. Wir haben hier drüben drei Schalter, die wir aktivieren müssen und können dann wahrscheinlich durch irgendeine Tür durchgehen. Oh, stell dir mal vor, du könntest jetzt in alle Türen rein, ne? Wie krass das wäre. Also ehrlich, Leute. Ich mach das einfach mal auf. Und ich hoffe auch, dass es euch gefällt, dass ich die Briefe für euch übersetze. Gebt mir natürlich sehr, sehr viel Mühe. Da steckt ein bisschen Arbeit drin. Aber für euch mache ich mir das auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier diese Tür geöffnet und... Was ist das da hinten? Leute, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Hallo? Was sind denn das für Augen? Dürfen wir... Oh Gott. Das Ding hat sich... Das ist so Pillerblatt! Hä? Schnell hier rein! Ben Belina! Hier in diese Tür? Oh, Bro. Bro, mach die Tür zu! Oh Gott! Gerade so entkommen! Wir sind bei Ben Belina, Alter. Sie scheint richtig freundlich zu sein. Ich wusste es. Der Zyklus... Everyone. I want you all to welcome und, our new okay, student. Warte mal. You're late to class. I'll let it slide. Multiplication Table 1 mal 2 gleich Ben Bone, Ben Wu, Ben Beni. Das Alphabet D steht für Trinken, E für Essen und F für Flank. Okay. Ich soll mich an den unpopulären Tisch in der Mitte setzen. Ja, aber wenn ich das nicht will, Ben Belina, möchte das eigentlich nicht. Oh oh, sie sagt, setz dich. Ich mach's. Wir sind hier anscheinend gerade im Klassenunterricht. Hä? Heute Mathe die erste Stunde. In dem ersten Semester lernen wir, wie wir andere eliminieren und ein Gehirn extrahieren von Menschen. Oh, das ist Stunde 4 von heute. Was? Was? Heute müssen wir Mathe rechnen. Oh, ich hab keine Ahnung. Man, Mathe ist schwierig. Ich hatte eine 5 im Zeugnis. Was ist... 6874123612 plus 9819939912? Falsche Antworten werden bestraft. Wie? Muss eine Antwort geben? Wir müssen das Tape nehmen. Schlaues Kind, richtig... Das ist ein Fall fürs richtig schlaue Kind. Korrekt. Okay, das war richtig. Ja, sind aufmerksam. Nächste Frage. Eine, die sie selber geschrieben hat. 2 plus 2. Ich bin das nervige Kind. Es gibt auch noch das dramatische Kind. Aber vielleicht das schlaue Kind. 4. Das ist richtig gewesen. Letzte Frage, bevor wir Pause machen. Was ist eine Miserie und Enttäuschung? Der andere. Sein Leben, sagt er. Anscheinend ist das richtig. Das war's. Wir sind durch mit dem Matheunterricht. Junge, was sitzt da eigentlich in... Basketball und Eimer und... Bowlingpins? Wir sollen in die Pause gehen anscheinend. Gar nicht gruselig. Gar nicht gruselig. Nicht hier raus. Es geht nicht, Leute. Ich muss hier drin bleiben. Okay, was läuft hier jetzt? Hier ist ein Eimer. Also, naja, eine Gießkanne. Okay. Du willst diesen... Lappen retten? Gib uns Pausengeld. Bitte helf unserem Freund, der wird da drüben geärgert. Wir sind die coolen Kids und wir kauen Kaugummi.
Hol uns Kaugummi für Money. Oh, Digga, die haben da richtig fette, Digga, einen richtig, Digga, einen Dollarschein, ne? Und die haben auch einen 1-Dollar-Schein. Na gut, soll ich das hier einsammeln? Ja. Ne, ich muss anscheinend noch mehr sammeln. Mach ich mal. Da vorne klebt noch was an der Tür. Hier haben wir auch was. Perfekt. Oh, warte mal, da unten ist noch eins. Okay. Moin, ihr coolen Kids. Ja, darf ich das jetzt einfach genommen? Right. Dann lege ich doch mal die Moneten hier hin. Soll ich mir den? Jetzt habe ich die Gießkanne in der Hand. Na, dann packe ich die mal da rein. Anscheinend haben wir das Rätsel einigermaßen. Hier ist eine Brille. Okay. Es gibt zwei Türen. Das heißt, es gibt zwei Pausen. Wir haben jetzt die Brille. Und dann gehören wir zu den coolen Kids, oder was? Zu denen da oben, zu den Basketballen? Scheinbar schon. Digga, ich bin hier einfach mitten in Schule, hä? Attention everyone. This announcement Achtung. Concludes your lunch break. Please Diese Durchsage beinhaltet deine Pause. Also, teachers, auch die Lehrer. Bitte behaltet im Hinterkopf, dass wir nach einem sehr, sehr bösen Kind schauen, der von einer Drohne verfolgt wird. Wenn ihr ihn findet, ruft direkt Direktor Ban-Ban an. Ban-Ban ist hier Schuldirektor. Wow. Alright. Hey, du hast die Person nicht gesehen, über die die reden, ne? Oh, was sagt sie da? Ich bin einer der coolen Kids. Ich rede nicht mit solchen Losern hier. Also das sind die Loser und ich gehöre zu den coolen Kids, oder was? Krass. Ich bin jetzt ein cooles Kid. Ich bin der Seelebenliebhaber, der Klassenclown, das Popular Kid und das laute Kind. Okay, wir haben jetzt hier Wissenschaftsunterricht. Ich bin gespannt, was der... Alter, ich bin richtig geflasht, Leute. Okay. Kein Essen, kein Reden, kein Atmen, kein Bewegen, keine Fragen stellen und keine Toilettenpausen. Perfekt, ich mache einfach gar nichts. Wir werden bestraft, wenn wir die Regeln brechen. Okay. Wie heiß ist die Sonne? Klassenclown. Nicht so heiß wie ich. Okay. But only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Okay, also, Next ja. Question. How many hearts does an octopus have? Wie viele Herzen hat ein Oktopus? Was soll ich das denn wissen? Ich bin der Seeliebhaber. Stinger Flynn. Stinger Flynn. Das war richtig. Okay, das ist nur halb richtig, weil Stinger Flynn ist eigentlich eine Qualle und kein Oktopus. Aber sie erlaubt es, weil ich ein cooles Kid bin. Oktopusse haben normalerweise 3 Herzen, wir Menschen haben nur 1 und Stinger Flynn hat... Was? Sie denkt, sie ist ein Mensch. Wir haben 5 Senses. Sehen, schmecken, riechen, berühren und... Was? Oh, Schreien? You made me use my 5th sense. Close enough. I'll allow it. Unfortunately, that's all the time we have for science. Okay, das war's mit dem Wissenschaftsunterricht. Der Typ hat einfach geschrien. Sie haben die zweite Pause jetzt. Guck dir das an, ne? Gar nicht gruselig. Ich gehe einfach mal in die Pause, Leute. Ultra crazy. Okay, wir haben jetzt hier eine Menge Dollarscheine. Und wir können denen jetzt das Geld abziehen, oder was? Bin ich jetzt einer von den Bösen? Ich nehme mal den Dollarschein. Was sollen wir damit machen? Willst du uns beitreten, Punk? Gib uns ein bisschen Pausengeld. Ja, easy, Mann. Hey, Jungs. Pausengeld her. Digga, ich zieh Basketballen das Pausengeld ab. So weit ist es schon gekommen. Hey, Jungs, Pausengeld! Das ist heute meins! Ihr Loser! Gib mir dein Pausengeld, Tommy! Bitte nicht, Bro! Ich will mir noch was Essen kaufen! Ist mir egal, Mann! Da haben wir das Pausengeld. Und du? Gib mir deins auch noch! Was ist das?
Ja, anscheinend schon. Digga. Also. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir nehmen mal den Bowlingpin damit. Okay. Es klingelt. Attention everyone. This announcement concludes your second grade. Okay, wieder eine Durchsage. Bitte zur Klasse zurückkehren, sagt er. Ich muss mich jetzt wahrscheinlich da hinsetzen, ne? Drei neue Kinder heute? One unpopular kid? Yuck. One cool kid and one mean kid. Und ein gemeines Kind und ein cooles Kind, ja. Jetzt müssen wir hier hin. Der Schmerzgeber, das gemeine Kind. Der Geldnehmer. Das andere gemeine Kind. Okay, wir haben zwei gemeine Kinder hier. Die nächste Stunde ist Gesundheit und... Liebe, so nett sein. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Okay. Can anyone here give me an example of an unkind person? Ich würde sagen, der hier ist ein Loser. Correct. Okay, das war richtig. That is a perfect example. Good job. Assuming it wasn't directed at me, of course. Now, this time, can anyone give me an example of a kind person? Ich? I will give you immense pain. Correct. Oh, ich bin's gewesen. Exactly. Keine Ahnung. Things without expecting anything in return is exactly what kindness is. This class is going to be great. I can feel it. Gehört? Wait, what was that? Habt ihr das gerade gehört? I wonder if it's a new student. Nobody move while I check it out. Sie glaubt, es ist noch ein neuer Student. Wir sollen uns nicht bewegen. Sie checkt das mal ganz kurz. Digga, ich muss hier irgendwie raus, Leute. Ist hier ganz schnell raus. Digga, ich muss den Knopf drücken. Wir müssen weg vom Berliner, Mann! Die Alte ist wahnsinnig geworden! Bitte, mach das Ding auf. Oh Gott. Verarsch mich nicht und ich gebe dir ein bisschen Kaugummi. Okay. No, not again. I actually tried to be a good teacher this time. Die hat versucht, ein guter Lehrer dieses Mal zu sein. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier erstmal raus, ne? Das war's mit Bambelina, Alter. Ey, nee, wo zur Hölle waren wir hier gerade drin? Das war ja anders creepy, Freunde. Okay, okay. Ich würde sagen, das war's auch heute erstmal mit einer Runde Garten of Ben-Ben. Genug in der Schule. Und lasst ein Like da, wenn ihr mehr davon wollt. Ihr könnt die anderen Videos hier schauen. Dickes, dickes Küsschen. Dano, out.